Ja, probieren wir das mal. So, ich habe hier mal die Vorhänge hochgemacht, damit hier ein bisschen mehr Licht reinkommt. Das ist die Preisliste. Seit Jahren mit Kleister dran geklebt. Internet gibt es hier schon lange nicht. Ich glaube, das hat es hier noch nie gegeben. Konferenzraum 100.000 CFA. Senior Suite, in der wir uns befinden, 27.500 CFA. Ach komm, vergesst es. Die Preisliste. Gut. Handtücher gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich bringe mein eigenes Handtuch mit. So, dann kommen wir hier zur Küche. Da habe ich einen Kühlschrank. Beziehungsweise ein kleines Gefrierfach. Fließen warm und kalt Wasser. Das gibt es immer noch. Aber wahrscheinlich nur in diesem Raum. So, die Fenster sind, ja, ist auch so eine spannende Angelegenheit. Das ist so ein britisches Patent. Da hat man hier so einen Hebel an der Seite. Und dann werden die Fenster auf und zu gemacht. Ist nicht wirklich dicht. Zieht also, wenn es windig ist, zieht das hier ganz schön in der Hütte. Ja, offensichtlich empfindet man das als schick. Ja, hier habe ich auch die Vorhänge hochgemacht, damit man. So, das ist der Essbereich und mein Umkleidezimmer. Und das ist hier der Wohnbereich. Ja, das sieht alles ein bisschen schicker aus, als es wirklich ist. Dann haben wir hier den großen Spiegel und den Schlafbereich. Ja, das sind die Vorhänge. So schaut das aus. Und das ist dann auch wirklich ein bisschen duster hier. Das macht dann nicht wirklich Spaß. So, und aus dem Schlafbereich heraus geht es dann hier ins Badezimmer. Ja, guck, da bin ich. So, geht's hier ins Badezimmer. Ach so, hier ist auch noch mal eine versteckte Steckdose und ein Kleiderschrank, damit ich hier Sachen aufladen kann. Ja, das Badezimmer sehr luxuriös. Hier mittlerweile mit einer Badewanne. Die gab es schon immer, aber kein Stöpsel. Tja. Überbleibsel meines Morgenkaffees. Somit der hellste Raum. Da ist der große Boiler, der hier seinen Dienst verrichtet. So, alles etwas bescheiden und abgeranzt. Klar, seit 14 Jahren nichts gemacht. Teppichboden ist natürlich der schiere Luxus, das muss man sich mal geben. Ja, den Fernseher gibt es auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wer den geklaut hat. Das Kabel von der Satellitenschüssel geht hier irgendwo aus dem Fenster raus. So, hier wohnt übrigens der Hotelbesitzer. Papa steht an der Pforte, Sohnemann ist hinter der Rezeption. Jo. Ja, und was natürlich absolut atemberaubend ist, das ist der Ausblick. Das ist der schiere Hammer. Natürlich heute Morgen etwas diesig, ein Foggy, aber. Wenn ich jetzt hier mal in die Ecke gehe, ich ziehe mir dann auch schon gerne mal den Stuhl raus und trinke mein Bier hier vorne. Das ist majestätisch. Das ist das höchste Haus hier im Umkreis mit 4 Geschossen. Die Elstern, die machen ziemlich Terror oben auf dem Dach. Das kriege ich morgens mit. So.
Und wenn ihr wollt, dann mache ich nochmal ein eigenes Video darüber, wie das hier in den anderen Zimmern aussieht. Hier hat man schon das Schloss ausgebaut. Und ja. Das Lustige ist, hier haben wir vor 10 Jahren richtig heftige Meetings abgehalten. Zum Beispiel dieses Auto, was ihr hier unten seht, das stand 5 Jahre lang da. Da ungefähr, so da. Warum erzähle ich das? Weil dieses Auto dann wegen einer Veranstaltung umgeparkt wurde und seitdem da steht. Und ich habe dann gestern Abend nochmal gefragt, ich sage, wieso wird dieses Auto nicht bewegt? Ja, geben die Umstände hier nicht her, ne? Also es ist in Ordnung, aber jeder weiß, use it or lose it. Und dieses Hotelauto kann auch nicht mehr viel. Und dieser Veranstaltungsraum da unten, der ist mit Kabelbindern zugebunden, mit einem Kabel, da passiert auch nichts mehr. Kurz, das dauert nicht lange. Dann sieht das ganz anders aus. Hier oben die Dachrinne. Holt die Natur sich das Hotel wieder. Jetzt gehen wir ja schon fast hier in die Irgendjemand wohnt hier, aber nicht so richtig schön. Machen wir das wieder zu. So. Das soll es gewesen sein mit meiner Hoteltour. Wie gesagt, je länger der Krieg dauert, ich lehne mich lieber nicht ans Geländer, wer weiß, ob das noch hält. Je länger der Krieg dauert, umso schwieriger wird es, hier zu leben, zu überleben. Und ich kann die Klagen der Menschen hören, ich kann sie auch ein Stück weit verstehen, aber das System hat sie zu Phlegmatikern gemacht. Und was das heißt, kann man hier sehen. Selbst meine engsten Freunde wollen mit mir über Politik nicht reden, weil sie Angst haben vor Repressionen. Das will schon was heißen. Ich werde heute Nachmittag einen Freund Bernhard besuchen und mit ihm ein Interview führen. Hat schon seine Gründe, warum ich hier nicht mehr sein werde. Blühende Landschaften sehen anders aus. Mm-mm.